Hi, ich bin's wieder, eure Hanna. Und heute sind wir schon am siebten Türchen von meinem Adventskalender angekommen. Und ja, und dann wollen wir auf jeden Fall nicht so viel reden und fangen sofort an. Und zwar ist das siebte Türchen, na, wer hat's entdeckt? Hier. So, also Türchen Nummer 7 ist hier. Lach nicht. Warum hast du deine Ohrenschützer? Ja, damit ich dich nicht hören muss. Hate. 24 Stunden Feuchtigkeitscreme. Bio-Kokosöl. Riecht das nach Kokosnuss? Nein! Könnt ihr bitte gehen, ihr Start? Es ist ja nur Kokosöl drin. Ja, eben, riecht so wie nach Kokosnuss. Keine Reaktion. Soll ich auch mal riechen? Nein, geh weg. Hä, du hast doch denselben! Ich hab's Leonie geschenkt, weil ich so süß bin. Weil du dumm bist. Dein Adventskalender. Nein, die 7. Das riecht irgendwie ein bisschen. Nee, irgendwie nicht, ne? Irgendwie kein Kokosöl. Nee. Du hast doch die. Mach ich ja. Also, es riecht so ein ganz, ganz kleines bisschen nach Kokos. So richtig krass gefakter Kokos. Also, wenn man so ein. Kokosbonbon oder so hat und das richtig krass gefaked riecht, dass man diesen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall ist das so ein ganz, ganz kleiner Duft von Kokosnuss drin. Ich lese einfach vor. Es ist, habe ich schon gesagt, das ist eine Feuchtigkeitscreme. Es ist eine 24-Stunden-Feuchtigkeitscreme. Ja, hast du schon gesagt. Sollte ich dazwischen reden? Mach ich nicht mehr. Stopp. Da. Okay. Mit uns ist das Video direkt unterhaltsamer, ja? Unfassbar. Die verwöhnende Rezeptur versorgt die Haut 24 Stunden mit Feuchtigkeit und schützt vor dem Austrocknen. Sie verleiht ein geschmeidiges Hautgefühl und reduziert die Spannungsgefühle. Hautverträglichkeit der Matur. Die Spannungsgefühle? Was? Das ist mir zu viel. Ich muss weg. Vegan. Aus mindestens 50% recyceltem Material. In Klammern ohne Verschluss. Vegan. Ohne Verschluss. Willst du mal testen? Ich? Ja. Stopp! Ja. Nein. Das riecht irgendwie nach so Kinderschminke oder so. Fake. Es riecht so nach, so als würde man so ein Bananenfruchtzwerg mit Kokosnuss. So mit so Bananen. Ganz, ganz bisschen Kokosnuss. Bananenfurz. Ich mach voll das Bananenfruchtzeug. Nein, die war so Bananenfurzeug. Boom. Zum Glück kann ich dich nicht. Ja, zum Glück ist das Video jetzt auch mal lustig. Special today, I zupfe Jonas Augen. Ich hol mir jetzt eine Pinzette und dann zupfe ich dir deine Augenbrauen. Ich werde jetzt eure Kommentare lesen, und zwar von meinem Nikolas-Video. Da war übrigens dieses Netz da drin, da dieses Gemüsebeutel-Ding da. Hast du nicht gemacht. Oh mein Gott, erst deine Geschenke sind voll cool. Coole Feier, deine Videos. Voll. Ich auch. Dankeschön. Liebe Grüße gehen raus an Julia. Es wäre echt cool, wenn du deine verwendete Musik verlinken oder namentlich angeben würdest. Nö. Okay. Also das finde ich traurig, weil hier war dieser Beutel einfach drin. Ich persönlich habe das mit nichts anfangen können, deswegen habe ich den meiner Mama geschenkt. Und die benutzen jetzt auch, glaube ich, immer, keine Ahnung, wir waren noch kein Obst und Gemüse einkaufen, weil es war ja gestern. Und auf jeden Fall ist es schon ein bisschen teuer für 5 Euro, finde ich persönlich, weil es ist ein Beutel. Da kann man sich auch einfach einen normalen Beutel mitnehmen. Den kriegt man dann für ein paar Cent, wenn man einkaufen geht. So. Ich wollte das nicht ummachen. So. Deine Geschenke sind toll, du bist die Beste. Ich kenne auch eine Johanna. Ich folge euch schon lange, dir und hey. Harley. Hayley, schade, dass du mich nicht gegrüßt hast. Vielleicht beim nächsten Mal. Heißt es Selina. Liebe Grüße gehen raus an Selina. Harley. Hab ich dich nicht Harley gegrüßt schon in den letzten Videos?
Ist auch egal jetzt. Mach egal, weiter. Ich grüße dich nochmal. Ich grüße dich raus, Selina. Was ging? Bist mega schön. Kannst du mich mal grüßen? Bitte heiße Jennifer. Liebe Grüße raus an Jennifer und danke für deinen netten Kommentar. Hey, liebe Zuschauer. Ich bin schlecht. Ist okay. Warum ist euer Hund wieder bei euch? Ich dachte, ihr habt den abgegeben. Das ist eine Illusion. Also, ich habe das natürlich in einem Video schon ausführlich erklärt. Das kannst du dir natürlich angucken, aber ich werde es nochmal ganz kurz für dich erklären. Und zwar hat er sich dann nicht so ganz wohl gefühlt, hat immer geweint und wollte einfach zu uns zurück. Und sie hatte dann halt einfach den Entschluss gemacht, dass er wieder zu uns darf. Und ja, und seitdem ist er dann wieder bei uns. Ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ja. Hier wurde geschrieben, ich kriege Süßigkeiten. Ich mag Süßigkeiten sehr gerne. Und ja, ich glaube, jeder mag Süßigkeiten. Es gab, glaube ich, gar keinen auf dieser Welt, der keine Süßigkeiten mag, oder? Hey, die magst du sie. Du was? Du hörst mich schon, ey. Was? Was ist? Mach das doch mal, bitte. Nein. Irgendwie heißen viele, heißen hier voll viele Sophie mit Zweitnamen. Ja, ich auch. Und... Was habt ihr jetzt schon wieder rausgehauen? Ja, also Sophie ist auch ein schöner Zweitname. Finde ich, haben meine Eltern sehr schön ausgesucht. Und auch alle anderen Eltern. Hi, kannst du mich bitte grüßen? Ich liebe deine Videos und deine Geschenke sind voll cool. Und dann jetzt im Namen, also im Kanalnamen Alina drin steht, werde ich dich jetzt mit Alina grüßen. Liebe Grüße gehen raus an Alina und danke. Das Netz kann man auch für Haarseife nehmen, gibt's ganz viel. PS, machst coole Videos, bleib wie du bist. Danke. Und was ist Haarseife? Kann mir das jemand erklären? In den Kommentaren, also wenn du dieses Video nochmal siehst, erklär mal in den Kommentaren, was Haarseife ist. Ich denke mal so ein Block Seife für die Haare, aber wie benutzt man das? Das hat sie jetzt schon wieder gesagt. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Und nein! Ich will deinen Augenbrauen zupfen. So, das war's dann jetzt auch schon mit dem Video und wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir mit einem Daumen nach oben. Und natürlich geht wie immer in meinen Adventskalendern-Videos für ein Emoji, nehmt ihr einfach irgendeinen weihnachtlichen Emoji und schreibt dazu euren Namen oder einen süßen Text, damit ich euch gut grüßen kann. Und hey, die ist ein bisschen komisch, wollt ihr euch das mal ansehen? Die sitzt ja die ganze Zeit so. Ja, ich fühle meine Musik im Gegensatz zu euch. Ach du meine Fresse, meine Mama macht Sport hinter der Kamera. Erstmal den. Ich bin sehr traurig. Was ist das, mein Scherz, ich bin glücklich. Du bist eine Enttäuschung, mein Scherz. Ich hab dich nicht. Wisst ihr, was ich meine, warum das eine Enttäuschung ist? Das hat nicht mal weh. So, und dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Hey, sag tschüss! She told me put my heart.